meine Theorie ist ja, dass dieses unglaublich schlechte Wetter, was dafür sorgt, dass wir noch immer nur wie ein Eskimo eingepackt nach draußen gehen können, dafür sorgt, dass wir im Moment exorbitant viel lesen. Denn auch mein März ist ziemlich gut gelaufen. Ich habe 10 Bücher geschafft zu lesen, 7 davon sogar auf Englisch. Und ich werde euch heute zu allen etwas erzählen und fange deswegen gleich mal an, sonst wird das Video wieder so ewig lang. Das erste Buch, was ich im März gelesen habe, war Der Meister von Tess Gerritsen, also der zweite Thriller aus der Jane Rizzoli-Reihe. Und ich muss sagen, den ersten fand ich unheimlich gut. Es war, glaube ich, ja, eins meiner Highlights im Februar oder Januar oder wann habe ich den gelesen? Ich weiß es schon nicht mehr. Auf jeden Fall hat mich das Buch total begeistert. Und der zweite Teil, der, naja, war nicht ganz so gut. Er war nicht schlecht, aber ich fand, man erkennt so langsam ein Muster, das Tess Gerritsen scheinbar für ihre Bücher immer wieder verwendet. Und vielleicht war hier auch ein bisschen das Problem, dass, naja, der Fall aus dem ersten Teil, aus der Chirurg, ein bisschen weitergeführt wurde. Es konnte mich also nicht ganz so begeistern, aber es ist trotzdem noch ein sehr spannender Thriller und für Fans zu empfehlen. Das zweite Buch, was ich im März gelesen habe, war The Water Wars von Cameron Strachan. Ich habe keine Ahnung, wie man seinen Namen ausspricht. Ganz egal, es ist eine Dystopie. Ich habe euch die auch schon einmal kurz vorgestellt. Und zwar spielt das im Amerika der Zukunft. Ja, nach den sogenannten Water Wars, das waren Kriege, die entstanden sind dadurch, dass das Wasser unheimlich knapp geworden ist. Die ja, Temperaturen auf der Erde sind extrem angestiegen, das Wasser ist verdampft und es gibt nur noch ganz wenige Ressourcen. In dieser Welt lebt nun Vera, die, naja, ein ganz normales Leben eigentlich führt. Sie wohnt mit ihrer Familie in einem ganz normalen Haus und das Wasser ist unheimlich knapp. Sie müssen von synthetisch hergestelltem Wasser praktisch versuchen zu überleben. Und eines Tages lernt sie Kai kennen. Den bemerkt sie eigentlich nur, weil er sich sehr unmöglich verhält. Er steht nämlich direkt auf der Straße, trinkt einen Becher Wasser und kippt tatsächlich frecherweise den Rest auf den Boden. Tja, die beiden freunden sich an und das Problem dieses Buches entsteht eigentlich erst, als sie ihn eines Tages besuchen will und seine Wohnung komplett verwüstet ist. Weder von Kai noch von seinem Vater findet man irgendwelche Spuren. Man sieht nur, dass, naja, alles zerschlagen und zerstört ist, was in der Wohnung steht. Und ihr ist sofort klar, dass Kai entführt wurde, denn sein Vater ist ein relativ mächtiger, naja, Ölmagnat ist es ja nicht, Wassermagnat, denn der ist jemand, der nach Wasser bohrt und dadurch reich geworden ist. Tja, Vera macht sich also mit ihrem Bruder auf die Suche nach Kai und ja, erlebt dabei ziemlich gefährliche Abenteuer. Sie gerät zum Beispiel in die Fänge von Wasserpiraten und noch schlimmeren Gestalten. Ich muss sagen, das Buch klang eigentlich ziemlich spannend, denn, naja, wann war das, als so viel über die globale Erderwärmung berichtet wurde, hieß es ja auch, oh, das Wasser wird bestimmt irgendwann knapp und dann wird es Kriege darum geben. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Deswegen hatte ich mir erhofft, dass dieses Buch, naja, wenigstens interessant ist, aber ich muss sagen, viel ist nicht hängen geblieben. Es hat sich sehr gezogen. Trotz der ganzen Action, die in dem Buch vorkommt, war es relativ langweilig. Ich fand den Schreibstil ziemlich abgehackt. Und was mich besonders gestört hat, war, dass man das Gefühl hatte, die Personen reden zu wenig. Da waren wirklich Situationen, wo alles schön beschrieben ist und man denkt sich, okay, Vera steht da jetzt und ihr Bruder steht ihr gegenüber und die beiden sehen irgendwas, aber keiner sagt etwas. Das fand ich ein bisschen befremdlich, das wirkte nicht besonders realitätsnah und hat deswegen auch nicht so ganz Spaß gemacht zu lesen. Im Prinzip ist das Einzige, was hängen geblieben ist von dem Buch, dass man beim Lesen permanent Durst hat. Denn es wird doch sehr gut beschrieben, wie knapp das Wasser ist und wie die Leute dursten. Und wenn man erstmal konsequent darüber nachdenkt, dann kriegt man tatsächlich beim Lesen die ganze Zeit Durst. Man hat wirklich das Gefühl, irgendwie trockenen Mund, ich bräuchte mal einen Schluck Wasser. Diese Dystopie ist also meiner Meinung nach nicht unbedingt zu empfehlen. Könnt ihr euch sparen, wenn ihr nicht gerade totale Fans seid oder die Thematik euch super anspricht. Und ja, deshalb bin auch ich schnell weiter zum nächsten Buch gegangen. Das wäre Void von Rhiannon Lacita. Und zwar handelt es sich hier nicht um ein Buch. Man kann es vielleicht sehen, es ist unheimlich dick. Das sind drei Bücher in einem Sammelband zusammengefasst. Diese Trilogie ist ein Science-Fiction-Roman. Und vorweg, das ist einer der besten Science-Fiction-Romane, die ich in den letzten Jahren gelesen habe.
Ich finde sehr, sehr schade, dass es das gar nicht auf Deutsch gibt. Den ersten Teil gab es im Jahr 2001 beim Arena Verlag. Da hieß das ganze Experiment Hex 2000 irgendwas. Und naja, es wird mittlerweile schon gar nicht mehr nachgedruckt. Das heißt, das Buch kann man nur noch gebraucht kaufen. Und Teil 2 und 3 gibt es tatsächlich gar nicht auf Deutsch. Wirklich schade, denn dieser Science-Fiction-Roman ist absolut mitreißend. Es spielt im Jahr 2300, ich glaube 69 oder 63 oder irgendwie sowas, und zwar im London dieser Zukunft. Man muss sich das so vorstellen, die Stadt ist natürlich aus Platzmangel gewachsen, und zwar in die Höhe. Man hat eigentlich beim Lesen sofort ein unheimlich gutes Bild von dem ganzen Szenario vor Augen, denn Rhiannon Lacita beschreibt wunderbar, wie die Häuser mittlerweile bis zu 5 Kilometer hoch in den Himmel ragen. Es gibt also keine Wolkenkratzer mehr, also sogenannte Skyscraper, sondern tatsächlich Starscraper. Sternenkratzer. Und tja, die etwas reicheren Leute und die ganz reichen Leute wohnen natürlich eher in den höheren Schichten, beziehungsweise ganz weit oben in diesen Starscrapern, während die armen Leute ganz weit unten wohnen. Und dadurch hat sich natürlich ein gewisses Gesellschaftsbild ergeben, dass in den untersten Rängen nur noch Gangs und Kriminalität vorherrschen. Das ist aber natürlich nicht alles, was dieses Buch ausmacht. Der wirklich interessante Punkt ist, dass es hier Menschen gibt mit einer gewissen Genmutation, die sogenannten Hex. Das ist Leute, die dieses Gen haben, dieses Hex-Gen, die haben die Fähigkeit, allein durch ihre Gedankenkraft in Computer sich einhängen zu können und diese steuern zu können. Das Ganze wurde tatsächlich vor vielen Jahren von der Regierung initiiert, aufgrund des Fachkräftemangels für Computer und Technologie. Doch, wie das halt so ist, nachdem das ganze Experiment erfolgreich war, ist der Regierung aufgefallen, dass Menschen mit dieser Mutation und diesen Fähigkeiten potenziell gefährlich sind. Denn natürlich muss man sich das vorstellen, in einer hochtechnologisierten Welt, wo fast alles von Computern gesteuert ist, ist die Gabe, diese Computer komplett beherrschen zu können, gefährlich. Und deshalb hat die Regierung die Träger dieses Hexgens relativ schnell illegal gemacht. Sie werden jetzt tatsächlich offiziell von der Regierung gejagt und umgebracht. Die Protagonistin hier, Raven, ist dann natürlich eine solche Hex. Sie ist 15 Jahre alt und hat das große Glück, dass sie bis jetzt der Regierung entkommen ist. Sie hat das geschafft, indem sie sehr zurückgezogen lebt. Sie hat eigentlich keine Kontakte zur Außenwelt und verbringt die meiste Zeit vor dem PC. Dadurch schult sie natürlich auch ihre Fähigkeiten und ist, eine der allerbesten, wenn nicht sogar die beste Hex, die dieses Zeitalter gesehen hat. Tja, ganz ohne Familie ist sie aber natürlich nicht. Sie ist damals mit ihrem Bruder und ihrer kleinen Schwester in einem Heim aufgewachsen. Die Schwester wurde allerdings adoptiert von einer Familie und ihre Spuren verlieren sich seitdem. Ihr Bruder und sie haben dann hinterher getrennte Wege eingeschlagen. Der Bruder hat sich einer Gang angeschlossen und sie ist, wie gesagt, Einzelgänger geworden. Die beiden finden nun wieder zueinander, weil der Bruder gerne wissen möchte, was aus seiner kleinen Schwester geworden ist, und er wendet sich an Raven, damit diese doch im Computersystem einmal nach der sucht. Tja, die beiden finden ziemlich schnell heraus, dass Rachel, so heißt die kleine Schwester, ebenfalls von der Regierung eingefangen wurde, weil sie eventuell eine Hex ist. Das Problem bei der Sache ist, dass nirgendwo verzeichnet ist, ob Rachel noch lebt oder ob sie wirklich umgebracht wurde oder ob vielleicht Schlimmeres mit ihr passiert ist. Und deshalb müssen sich Raven und ihr Bruder auf den Weg machen und ihre kleine Schwester suchen. Dabei kommen sie der Regierung natürlich ziemlich in die Quere und werden zu Gejagten. Tja, was mich an diesem Buch so unheimlich begeistert hat, was mich auch wirklich diese ganzen, ich glaube es sind fast 700 Seiten, hat durchlesen lassen, war einfach, dass das Buch voller Action ist. Es erfindet nicht unbedingt das Rad neu, da gibt es viele Sachen, die schon an bekannte Filme oder auch andere Bücher erinnern. Aber in dieser Mischung ist es neu und einzigartig und Rhiannon Lacita hat so einen bildhaften, aussagekräftigen Schreibstil, dass man sofort mittendrin ist in der Geschichte. Um es kurz auf den Punkt zu bringen, eigentlich sind diese drei Bücher hier eine Mischung aus X-Men mit diesen besonderen Fähigkeiten, die die Hexen mal besitzen. Vielleicht auch Matrix mit drin, denn zum einen geht es ja sehr viel um Computer und zum anderen hat auch Raven einen langen schwarzen Ledermantel und in diesem rennt sie auch in einer Szene durch ein Gebäude und ballert wild um sich.
Und zum dritten hat es vielleicht ein bisschen was von den Stieg-Larsson-Büchern. Und zwar erinnert doch der Charakter von Raven sehr stark an Lisbeth Salander aus diesen Büchern. Sie ist eben ein bisschen egoistisch, sehr zurückgezogen, aber dennoch ein liebenswürdiger Charakter. Für alle, die vielleicht jetzt ein bisschen Blut geleckt haben, kann ich sagen, holt euch das Buch, auch wenn es auf Englisch ist. Und naja, dass es so dick ist, schreckt vielleicht ein bisschen ab. Aber ich kann euch beruhigen, man kann es wahrscheinlich sehen, es ist riesengroß gedruckt und es lässt sich sehr, sehr gut weglesen. War, glaube ich, sogar mein Monatshighlight. Und danach fiel es mir auch erstmal schwer, weiterzulesen, aber ich habe trotzdem noch viele andere gute Bücher im März geschafft. Unter anderem ist das zum Beispiel das neue Buch von Sebastian Fitzek, Der Nachtwandler. Ich denke, Sebastian Fitzek sollte euch allen ein Begriff sein. Der schreibt unheimlich gute Thriller, immer ein bisschen abgedreht, ein bisschen so, dass man an sich selber zweifelt. Und auch mit Der Nachtwandler hat er das wieder geschafft. Hier geht es um Leon, der seit seiner Jugend eigentlich schwere Schlafstörungen hat und damals sogar schon geschlafwandelt ist und ja, Angst hatte, dass er während dieser Zeit gewalttätig wurde. Hier ist es nun so, dass seine Freundin mitten in der Nacht vor ihm flieht. Sie sieht aus, als wäre sie verprügelt worden und ja, verlässt die Wohnung Hals über Kopf und ist fortan verschwunden. Als Leon versucht zu hinterfragen, was da passiert ist, ob er vielleicht wieder geschlafwandelt ist, wird es immer verzwickter und bald ist nicht mehr zu unterscheiden, was Realität und was nicht ist, was er im Schlaf erlebt und was im Wachzustand. Das Ende ist dann nicht unbedingt viel aussagekräftiger. Ich muss sagen, ich habe schon mit vielen Leuten sehr ausführlich über das Ende diskutiert und so richtig einig sind wir uns nicht geworden. Aber genau das macht den Reiz dieses Buches aus. Wer also ein bisschen mitdenken möchte bei einem Thriller, wer sich ein bisschen in diese ganz verrückte Welt zwischen Wach und Schlaf entführen lassen möchte, der fährt hiermit genau richtig und der hat bestimmt auch Spaß an diesem Buch. Weiter ging es dann ja für mich mit Warm Bodies. Darüber habe ich ja schon ein ganzes Video gedreht, deswegen werde ich zu dem Buch nicht mehr viel sagen. Falls ihr wissen wollt, worum es geht und wie es mir gefallen hat, dann könnt ihr euch gerne das Video anschauen. Ansonsten, ich hatte ja gesagt, ich möchte mir unbedingt noch den Film anschauen. Das habe ich natürlich bis jetzt noch nicht geschafft und jetzt gerade festgestellt, dass er gar nicht mehr im Kino läuft. Ich muss also darauf warten, dass die DVD erscheint und werde jetzt langsam ein bisschen ungeduldig, weil ich das nicht mag zu warten. Aber yay für mein Timing. Ich bin manchmal eben ein bisschen verpeilt. Da war der März auch schon fast rum und ich habe, naja, den Rest der Zeit eigentlich mich nur noch mit Klassikern beschäftigt. Das heißt, das erste Buch, was ich dann noch gelesen habe, war North and South von Elizabeth Glasker. Das ist ein Roman aus dem viktorianischen England und es ist eine Liebesgeschichte, aber es ist auch sehr sozialkritisch. Es behandelt den Konflikt zwischen der höheren Gesellschaft in England, also den Leuten, die eine gute Erziehung erhalten haben und vielleicht schon seit Jahrhunderten oder Jahrzehnten vermögende Familien haben, und denen, die sich durch die aufkeimende Industrialisierung hochgearbeitet haben und damit ihr Geld gemacht haben. Ein wirklich spannender Roman, hat mir gut gefallen und zwar so gut, dass ich gesagt habe, okay, jetzt liest du noch weiter Klassiker, wenn auch vielleicht nicht unbedingt direkt, denn ich habe es dann als nächstes mit Mr. Darcy's Diary probiert. Das ist ein Buch über Mr. Darcy. Den kennen wir sicher alle aus Stolz und Vorurteil. Und ja, hier wird eigentlich die gesamte Geschichte des Buches nochmal erzählt, nur aus seiner Sicht, nicht aus Lizzys Sicht. Und das Ganze noch zusätzlich in Tagebuchform. Ich habe es auf dem Kindle gelesen, weil das bei dieser Amazon-Oster-E-Book-Englische-Aktion irgendwie günstig war und dachte, ich schau mal rein. Ich muss sagen, das Buch hat mich dann doch nicht ganz so begeistert, denn man merkte schon, es war von einer Frau geschrieben. Also Mr. Darcy wird tatsächlich mit seinen Gedanken und seinen Ausführungen in seinem Tagebuch genau so dargestellt, dass man denkt, ja, okay, das hat eine Frau geschrieben, die sich wünscht, dass Mr. Darcy genauso denken würde. Und das war für mich nicht so ganz authentisch, es war aber trotzdem schön zu lesen. Ich habe ein paar Mal auch laut lachen müssen. Falls ihr also große Fans von Stolz und Vorurteil oder Jane Austen seid, ist vielleicht auch das Buch etwas für euch. Für mich war es nur 3 von 5 Sternen wert und ich bin deshalb auch gleich weiter zum Original. Denn obwohl ich den Film vielleicht schon 25 Mal gesehen habe, ich kann einzelne Stellen mitsprechen und
Ich liebe den Film einfach, habe ich es noch nicht geschafft, das Buch zu lesen. Also war es Ehrensache für mich, dass jetzt Pride and Prejudice von Jane Austen einmal drankommt. Und ich denke, die Geschichte ist den meisten von euch bekannt. Es geht um Lizzie Bennet, die mit ihren 5 Schwestern und ihren Eltern in einem Haus lebt. Keiner von denen ist wirklich reich. Und die Mutter hat eigentlich nur ein einziges Ziel, und zwar alle ihre Töchter gut zu verheiraten. Dann zieht ein sehr reicher junger Bachelor in die Gegend, und zwar ist das Mr. Bingley, und der kommt mit seiner Schwester und Mr. Darcy eben. Und die richten sich dort ein in dem Haus, und natürlich wird die Familie Bennet auch dort mit denen bekannt gemacht. Und ja, fortan gibt es 2 Erzählstränge, einmal Lizzie mit Mr. Darcy, die sich erstmal überhaupt nicht grün sind, und dann noch Lizzies Schwester Jane mit Mr. Bingley. Mehr möchte ich nicht verraten, denn die Geschichte lebt wirklich davon, wie die Interaktion der Personen zueinander ist, wie die ganzen Verstrickungen zustande kommen und ja, wie es zu Missverständnissen kommt, zu Vorurteilen und natürlich auch dem Stolz, der den Titel mitgibt. Das Buch hat mir unheimlich gut gefallen. Es ist natürlich nicht ganz so einfach zu lesen, wie als wenn man einfach den Film schaut. Denn man muss immer im Kopf behalten, es ist ein Klassiker. Die Schreibweise ist doch ein bisschen anders, als wir das vielleicht gewohnt sind. Nicht so lapidar, sondern relativ steif. Es gibt unheimlich viele Beschreibungen, es gibt nicht viel Action. Und man muss sich dran gewöhnen, aber es ist sehr schön geschrieben und man kann richtig in der Geschichte abtauchen und ein bisschen mitfiebern. So viel also zu meinem Lesemonat März. Wie gesagt, es hat eigentlich ganz gut geklappt mit dem Lesen. Im April jetzt gerade läuft es noch nicht ganz so gut, aber der April ist ja zum Glück noch ziemlich lang. Und das Wetter ist im Moment auch noch nicht besser geworden, deswegen werde ich mich wohl demnächst wieder gut abends mit einem Buch aufs Sofa schmeißen können. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche, friert nicht zu sehr, vielleicht wird das Wetter jetzt auch langsam mal besser. Und wir sehen uns ansonsten am Serpensonntag wieder zum neuen Video. Bis dahin, macht's gut!